für ein schöner Tag. Oh, ey, wie kann man so blöd sein? Ehrlich. Komm. Lebt sie noch? Jetzt, ja, ja, Mann. Ich hau dir auf die Schnauze, wirklich. Oh. Jenny, was machst du da? Oh, lass mich zufrieden. Lass mich einfach zufrieden. Jenny zeigt vollen Körpereinsatz. Also sowas machen wir halt auch nebenbei, wenn irgendwelche anderen Projekte laufen. Oder Janine? Soll ich dir was helfen? Du kannst gerne hier mit reinkommen, wenn du noch Platz findest. Ja, ich komme, Moment. Wo ist denn das Loch? Okay, da. Oh, das scheint auch nicht zu passen. Das läppert hier drin rum wie so ein Lämmerschwanz. Oder? Passt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich kann sie bis reinstecken. Okay, warte mal. Ich muss mal drehen. Ah! Ach, ach Gott. Die Wiedergeburt. Oh, ja. Neuer Versuch. Oh, keine Ahnung. Warte, ich muss mir aber meine Mickey hier wieder richtig. Nee, das ist hier alles viel zu locker. Ich laufe in meine Schraube, die nicht mal ganz fest ist. So, Kampfstoff, ja? Wir müssen da unten ran. An die Benzinpumpe. An die Benzinpumpe. Und jetzt willst du von hinten durch. Weil Chef sagt, das geht bestimmt besser. Das sieht auf jeden Fall gemütlich aus, was du da machst. Hui! Na gucke doch. Wisst ihr, was das alles Schlimmste ist? Wenn der Chef auch nur ein Klugscheißer ist und der vielleicht sogar noch ein Recht hat. Paragraph 1, Chef hat immer Recht. Ich bleib in meinen Arsch stecken. Janine, nicht so obszöne Wörter, wir haben auch kleine Zuschauer. Ach. So Leute in deiner Größe. Oh, das ist echt. Oh, guck mal, kommst du jetzt damit rein? Ja, guck, 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 guck. Ach, ich hänge. Ja, so wie bequem ist das auch. Ich weiß mit meinem Arm nicht, wohin das alles hängen, ja. Ah, nie meckern. Oh, Steffen, was machst du denn schon wieder hier? Ja, die üblichen Wahnsinn, ja. Nein, ich bereite jetzt die Kuh vor für die nächste Fahrstunde. Boah, ja. Einen kleinen Schluck Öl. Bisschen Wasser. Okay. Dann ist es auch schon gut. Ja, während Janine noch am SBW 40 kämpft, müssen wir noch ein bisschen Kunden machen, ne? Ja, da hilft nichts, ja. Für mich kommt nichts. Aber Janine kämpft der tapfer da hinten. Ja, du. Kettenklopfen? Kettenklopfen, ja. Klettenkopfen geht ja auch. Sag mal, bei der Kuh ist wirklich immer, und bei der Batt, da gehen immer die Kettenbolzen raus. Die Kettenbolzen sind ja normalerweise hinten, ja, wie sagen wir so aufgespreizt, ja, aber das, ja, das sieht gut aus. Ja, wenn die hinten aufgespreizt sind, das nützt sich ja irgendwann alles ab, ne, durch, ja, Schlamm und Dreck und Reibung. Und dann kann es passieren, dass die langsam anfangen auszulaufen. Hier sieht man es auch nochmal schön, aber sonst sieht das alles ganz gut aus. Ah, Coupe ist natürlich auch ein mega geiles Fahrzeug. Unser Peter ist mal wieder zu Besuch mit seinem Kran und heute geht die Feldbahn auf die Schienen und damit wird ein neues Stück Geschichte geschrieben am Technikmuseum. Ah, sieht gut aus. Die kleine Diesellok hat ja immerhin ein Gewicht von 2,8. Probieren wir, dass es ein bisschen weiter nach hinten kommt. Geschafft! Ich komme nie wieder raus. Aber wenn ich mal. Ich würde mich gerne seitlich hinlegen. Oder komme ich hier so ganz rein? Ich komme hier nie wieder raus, weil dieses. Mann, das ist so umständlich, ey. Aber das sieht so aus, als wenn du jetzt besser da rankommst. Oh, lass mich zufrieden. Also habe ich sozusagen recht gehabt. Hast du nichts anderes zu tun, Mario? Wirklich? Nein, habe ich nicht. Es ist egal, du siehst es immer noch nicht, ja? Du siehst es immer noch nicht. Oh, die ist auf jeden Fall. Na was? Ach, nee.
manche Sachen gefunden. Ein auf jeden Fall So eine kleine Benzinpumpe kann einen schon ärgern, ja? Ja. Wie ist jetzt dein Plan? Ich mache jetzt die andere Schraube nochmal raus, um zu gucken, welche Größe das ist, dass die besser passt. Also, dass wir da nochmal eine raussuchen. Weil ich glaube, dass die anderen zu klein sind. Das Problem ist, du siehst es nicht. Du kannst nicht mit dem Gneise so weit rein. Krieg ich doch noch ein bisschen weiter rein. Dann komme ich hier nie wieder raus. Ey, dann kann ich hier gleich ein Zelt auflagen hier drin. Oh, cool. Versuch mal. Oh, ich krieg die noch nicht mal locker machen. Ich kipp die Nase. Eieiei. Aber jeden Tag bist du dankbar, dass du hier arbeiten darfst. Ne? Oh, mega. Das ist so eine Bereicherung für die Nerven. Das ist doch schön. Ja. Das hört man gerne. Hast du locker die Schraube? Mhm. Die war wirklich knirschfest. Okay, jetzt können wir also vergleichen und die passende holen. Genau. Ich gehe jetzt in die Werkstatt und du bleibst bitte so liegen und rührst dich nicht. Ich bleib einfach hier. Entspannung wird nicht bezahlt, denk dran. Warum nicht? Wie das aufhält, war hier ein so eine Schraube, das ist unheimlich. Ja, du bist ganz schön langsam, das stimmt. Bist du gerade runtergefallen? Ja. Also die kleine Ratte. Das ist sie, die brauchen wir, ja? Ja. Okay, super. Dir geht's gut, Janine? Ja. Ich habe eben schon gesagt, der einzige Vorteil ist, was mich beruhigt, ist der Benzingeruch hier drin. Okay, high sein kostet extra, ja? Verdammt. Aber Janine, wenn wir das fertig haben, gibst du eine Belohnung. Du darfst heute auch Senf zu deiner Bockwurst nehmen. Bis gleich. Schnell zur Werkstatt und diese Schraube holen. Weil es ist mittlerweile 10.45 Uhr und um 11 Uhr ist eigentlich der erste Fahrschüler da. Also super. Und während Janine da oben am SPW tapfer kämpft und in der Materie steckt, gucken wir mal, was unser Steffen macht. Unser Steffen schraubt auch am SPW. Genau, der schraubt auch am SPW. Das sieht ja fast so aus wie, ja, wie Janine. Steffen, was machst du? Ich baue die Kühler wieder ein. Also Wasserkühler mit Ölkühler zusammen. Die waren bei der Reparatur, weil die undicht waren. Ja, jetzt mache ich alle Schlauchverbindungen wieder herstellen. Okay. Neue Schlauchschellen. Und dann kommen die Luftleitbleche wieder rein. Und dann hoffen wir mal, dass alles dicht ist. Alles. Warum müsstest du den Kühler ausbauen? Der war... Ja, gebrochen, da war, kaputt? Da oder? War eine Lötstelle undicht vom Kühler. Gute Frage, nächste Frage. Ja, also die normalen Verschleißsachen, ja, durch die harte Beanspruchung. Ja, das ist halt Vibration. Es geht irgendwann immer mal irgendwas kaputt. Ja. Okay. Ganz normal. Ja, auf jeden Fall auch hier SPW Reparatur in ähnlicher Position wie unsere Janine. Wir haben nur einen Vorteil, Steffen, beziehungsweise du hier. Weißt du was? Du bist im Schatten in einer kalten Halle und Janine hat... Sonnenarea. Auf dem Sonnenbild. Ja, oben drauf liegen hier der Kühlerventilator und Halterungen, viel Werkzeug und Steffen. Und hier drin sieht man es mal. Warte, ich versuche hier mal mit reinzukommen. Ja, weil da sieht man. Was machst du gerade da unten? Ich versuche vom Ölkühler eine neue Schlauchstelle drauf zu machen, weil die alte sowas von marode war. Aber wir lernen daraus. Diese SPW 40 P2, die sind verbaut ohne Ende, oder? Volles Rohr, ja. Ja, also wenig wie möglich im kleinsten Raum. Das ist halt. Oh. Na, mal gucken, wer er fertig wird. Steffen ist fertig. SPW 40 mit kühler Reparatur steht draußen. Und mal, schläfst du noch oder bist du noch wach? Ich habe dir jetzt zwei neue Schrauben mitgebracht. Die haben aber einen größeren Kopf. Da guckst du mal, ob die trotzdem reinpassen. Ja, dann haben wir zwei gleiche aber drin. Aber hier Gewinde oder ist alles gleich? Gewinde ist alles gleich. Probier mal. Proba. Ich habe dir auch schon eine passende Nuss mitgebracht. 17 war? Jupp. Woher du das mal weißt. Oh, Chefmechanikerin. Ja.
Dann hast du zumindest keine Schraube mehr locker und dann hast du wieder beide drin. Stell dir mal vor, Janine, jetzt würde es noch anfangen mit Regnen. Boah, das wäre viel zu schön. Und Gott sei Dank, es regnet. Oh, das ist so schön. Oh, ich hab ja, das ist alles all inklusiv hier. Erfrischung inklusive, ja. Freie Getränke, du musst nur deine Zunge rausstrecken. Echtes harzer Regen, Quell, Berg, Wasser, was vom Himmel rieselt. Ich hatte schon Angst, dass es gar nicht mehr regnet, Mensch. Gott sei Dank, Mensch. Sieht gut aus? Ja, das sieht gut aus. Du guckst so fragend. Ja, dann mach erstmal die zweite rein, bevor du die eine jetzt ganz fest ziehst. Genau. Damit sich das nicht verkantet. Das Einzige, was ich hier verkantet, bin ich. Au! Oh, siehst du. Wo musst du denn da unten hin, Mensch? Ja, wie, also, das ist für mich ein Rätsel. Ich hätte das alles ganz anders gebaut. Wie hättest du das denn gebaut? Wunderschön. Wunderschön. Mit Einhornpups. Genau, auch natürlich. Und Feenstaub. Ich muss wieder ums Verrecken nicht rein. Also haben wir mal eine andere Arbeit, wo man so lange so liegt. Woanders musst du richtig hart stehen und mal lochen und guck mal, du hast hier Chillposition. Das, wo man so lange liegt, fällt mir irgendwas mit Hamburg ein, oder sage ich jetzt nicht. Oh, Janine, piep, 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 piep. Während Janine noch kämpft und ihr Fahrschüler schon mit den Hufen schaut, ist unser Steffen schon voll im Gange mit seinem Fahrschüler. Wenigstens einer, der schon seine Runden dreht. Oh, ey, weißt du. Ich will nicht dringender, dein Fahrschüler ist da. Ja, ich weiß nicht, wo die Schraube ist, die ist gerade runtergefallen. Oh nein! Doch. In den tiefen Weiten des SPWs? Ja. Oh. Ich kann sie noch nicht mal sehen, ey. Mit Magnetstab. Angeln. Das mache ich ja schon. Angeln, angeln, angeln. Mit Magnetstab. Ey, das werde ich dann selber drauf überwenden. Hilfe naht. Oder fährt vorbei. Jetzt kommt zum Regen noch Staub dazu, Janine. Oh, geil. Geil, ja? Wie weit bist du denn jetzt? Naja, das Ding ist, die eine Schraube ist ja drin, aber wenn natürlich die Spritpumpe jetzt einen Tuck zu schräg hängt, kriege ich die andere Schraube nicht rein. Hm. Du siehst es ja nicht, du kannst es ja nur ertasten. Und da du ja hier so mega viel Platz drin hast, um die zweite Hand damit dazu zu nehmen, also gar nicht, ist das schön. Also vom Platz her könnte ich doch noch jemand dazulegen. Dann komm rein, gerne von der anderen Seite. Hast du beide Schrauben jetzt fest? Warte, ich bringe noch beide ein. Ich habe ja nicht so viel Spiel, da geht das nicht so schnell mit dem Ratschen, weißt du? Hast du hier mit deinem Kopf den Kühler kaputt gedrückt? Nein, das war vorhin schon. Ja, 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 ja. Oh, ich hänge. Ah, siehst du? Kaum auch. Die andere Seite da drüben sieht auch nicht viel besser aus. Ja, 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 ja. Also bestimmt hier gegengebufft. Hast jetzt beide Schrauben drin, ja? Genau, jetzt muss man fest anziehen und dann wollen wir das so wirklich festhalten. Ja, und das ist auch das Problem war mit dem Öl. Ja. Ja, mal ein ganz kleines, kurzes Zwischenstatement. Warum dieses, jetzt ein bisschen klar, Steffen auch mal, nicht nur mit Janine im SPW. Ja, warum eigentlich dieses kleine, unscheinbare, gar nicht geplante Video von uns mit unserem schönen SPW 40 Majutka-Träger hier. Folgendes Problem. Wir haben heute Fahrtag, wie so oft in der Woche. Der SPW 40 hatte ein großes Problem. Er hat Öl verloren, sprich das Öl ist aus dem Motor getreten und schwamm unten in der Wanne herum. Wir mussten das, die Störenquelle, müssten wir erstmal finden und lokalisieren, bis wir dann gesehen haben, dass an der Benzinpumpe, die dort unten, wo Janine gerade ist, ganz versteckt eine Schraube raus war. Das vibriert sich manchmal locker, verschwindet manchmal. Somit ist der Motor natürlich, hat ein kleines Loch, eine kleine Öffnung und da tritt natürlich Öl raus und dann stimmt auch der Öldruck nicht mehr und man verliert natürlich Öl. Darum muss diese Reparatur jetzt sein.
Janine kämpft hier wirklich tapfer. Der nächste Fahrschüler sitzt schon und schaut Manöver und wir hoffen mal, dass gleich fertig ist, oder? Auch unser Feldbahnprojekt ist ein ganz tolles Projekt, denn was hier geleistet wird, ob es da Klaus ist, der Hannes, der Rainer und viele, viele andere von unserem Team, die immer mal mitwirken. Ein neuer Regler, ein neuer Anlasser, neue Glühkerzen wurden angebaut, Kabelbaum verlegt, die Sitzbank wird gerade gefertigt und auch das kann sich sehen lassen. Und da schauen wir einfach mal, während die Janine umkämpft, wie die Jungs hier vorankommen. Gleich ist es soweit. Vielleicht der erste Start und vielleicht die erste Probefahrt mit der Feldbahn und wieder ein Projekt fertig. Wir wissen nicht, ob er blüht. Jetzt kannst du hinten auf den Rollen. Doch, hier. Leuchtet, ja. Oh, die Glühspinne? Ah, die leuchtet. Ja, ja. Oh doch, die Glühspinne leuchtet. Dann musst du auch glühen. Ja. Fahrstunde ist bald vorbei und Janine schraubt immer noch. Aber man muss jetzt auch mal ohne Flachs und Jux und allen Dallerei sagen, das was Janine hier macht, ist wirklich spektakulär und keine leichte Aufgabe. Nee, also das muss man wirklich einen Hut ziehen vor so einem jungen 20-jährigen Mädchen. Ein bisschen älter bist du schon, ja? 24. Oh, okay. Nein, also muss man echt einen Hut ziehen, weil man sieht ja selbst, ich sag mal, als junge Frau in so einem Fahrzeug zu schrauben mit dem Schmierhelm und mit dem, ja, dazugehörigen Know-how, das muss man erstmal machen, ne? Und da hat Janine noch Respekt verdient, auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Was kannst du uns berichten? Ja, sieht gut aus. Das war doch ein Klacks, oder? Ja, Sache von Sekunden. Guck mal, ich blute jetzt sogar noch. Au. Soll ich Tetanus-Impfung holen? Tetanus? Ach, das denn? Es wird alles gezitschelt. Oh, und Blut ist hier weg, ne? Ja. Oh. Mini. Alle mal jetzt ein Oh. Ja, ja. Komm, letzten Züge. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Ja. Steffen ist schon fertig mit Fahren und dann hoffen wir mal, dass wir hier starten können. Eieiei. Eieiei. Du sagst es. Steffen, was ist da passiert? Scheiße, baut. Kette abgelaufen. Ah, beim Drehen, ja? Naja. Das sieht doch böse aus. Hart verkrusteter Dreck zwischen den Laufrollen ist nicht gut. Ja, das ist halt. Das ist immer schlecht so. Das Problem ist, mit Aufspulen ist es gar nicht so einfach, weil wir hier, diese Zinken hier, die sind jetzt auch verbogen. Ne? Die müssen normalerweise so schön gerade stehen in einer Reihe. Und hier sieht man, ist es nicht, ne? Weil die Zinken laufen natürlich hinten im Zahnkranz genau hier zwischen. Und wenn die verbogen sind, dann gibt das brachiale Geräusche. Da sag ich doch lieber, lassen wir den Steffen mal hier alleine und dann gucke ich lieber wieder nach Janine hoch. Ich glaube, das sieht da beide besser aus. Janine, Steffen hat hier ein kleines Problem. Mit deinem SPW oben bist du ja so gut wie fertig. Ja. Ja, Probefahrt steht zwar noch aus, aber warum bist du jetzt hier? Naja, weil die Kette während des Anfahrens runtergerutscht ist. Ja, und das alleine halt schwierig ist. Also machen wir jetzt erstmal hier weiter, damit die Kette wieder drauf ist und man hier auf der Strecke auch wieder vernünftig langfahren kann. Okay, da holen wir jetzt die Batt dazu, ja? Yeah. Damit wir sozusagen mit unserem Kran die Kette jetzt hochheben und draufhieven. Und wo ist sie denn? Da kommt
Da hinten kommt der Bad. Ich weiß nicht, ob du so fahren kannst. Hm. Gleiche Situation, nur anders, würde ich sagen. Okay, nein, also. Besser? Besser? Okay, unten steht also die Kette wieder drauf, auf den Laufrollen unten. Jetzt liegt sie oben daneben, weil die sich natürlich vorne abgespult hat. Ein Tod muss man sterben, oder? Das ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm? Das beruhigt immer. Moin, Janine. Ganz normaler Tag. Da kommt der Panzer ADAC. Ja, die Bad mit ihren Kranen ist natürlich extrem wichtig bei uns. Eine Reparatur zur nächsten. Steffen hat das nächste Projekt bereits in Angriff genommen. Janine ist noch am Schrauben, aber die Coupe ist auch schon wieder fertig. Kette repariert, rausgefahren aus ihrem Stammloch und steht jetzt wieder vorbereitet hier oben. Und ja, und während Janine immer noch tapfer kämpft, ist der Steffen schon am nächsten Projekt dran. Mein Gott, Steffen, du springst von einem Projekt zum anderen. Was machst du heute? Erzähl mal. Ich komme mal hier mit hoch. Hup. Der Aral hat nur so ganz sporadische Zündfunken. Mal ja, mal nein. Ja. Und jetzt sind wir die ganze Zeit am Hin- und Hertauschen und versuchen rauszufinden, woran es liegt. Ja, da hast du hier dieses Steuergerät. Genau, das habe ich jetzt gerade getauscht aus einem anderen Ural. Mhm. Und wir haben schon die Zündspule getauscht gehabt. Und da hinten, die Zündung ist ja auch schon komplett neu. Das ist auch neu, ja. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich bin jetzt fast fertig. Würdest du sagen, so alte Technik ist ja zuverlässig? Mal ja, mal nein. Ja. Es ist immer was zu tun, wie wir es hier sehen. Das ist ganz normal. Hast du an neuen Autos aber auch, ja. Das ist immer das Gleiche. Naja. Okay, dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Und Schrauben, Schrauben, Muttern ziehen. Du kommst jetzt dann wieder raus, ja? Ist auch nicht so einfach hier, ist ja auch. Oh Gott. Vorsicht, schwingt aus. Da ist sie, die Wiedergeburt. Oh, also raus ging einfacher als rein, würde ich sagen. Ja. Ach schön. Oh, ja. Ist oft so im Leben. So, jetzt musst du noch da durch wieder. Genau, alles zubamsen. So, hier kommt erstmal ein Fetten. Ja, unser Plan ist jetzt, da ist er, raus aus ihrer Höhle. Janine, unser Plan. Ja, Luken jetzt alle zumachen wieder. Öl auffüllen. Genau. Und dann hoffen, dass der Öldruck alles hält. Und dann Probefahrt und ab geht er. Hoffen wir mal. Unser Janine hat es geschafft. Der SPW 40 steht bei uns auf dem Vorplatz. Benzinpumpe ist endlich gewechselt. Mit viel Schweiß, mit viel Meckern, Schimpfen, Lachen, Weinen, Schweißtropfen und. Hat unsere Janine ganz tapfer gekämpft und hat die Reparatur grandios zu Ende gebracht. Das war kein leichtes Unterfangen, wie ihr gesehen habt. Und ja, alle, die hier was leisten, leisten einen ganz tollen Beitrag zu dem, was wir hier haben. Das gesamte Team schraubt für euch, ja, damit ihr hier Spaß haben könnt, damit ihr hier fahren könnt, damit ihr Technik erleben könnt. Darum, wenn es euch gefallen hat, dieses Video, immer ein Like hinterlassen. Und wenn ihr uns folgen wollt, macht das. Denn hier gibt es noch viel mehr zu sehen. Egal, ob das Panzer sind, Flugzeuge oder Feldbahnprojekt. Es dreht sich immer alles um unsere kleine Welt. Und darum, bis zum nächsten Mal.